Hügel im Mondlicht, ob das was wird, ich glaube ja ganz fest nicht daran, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speeds. Erinnerst du dich an die tolle Zeit mit Robin und Whiskey Devil? Ja, versuchen wir es nochmal ein bisschen schneller. Warum kommt Robin hier nicht zum Sprechen? Weil sie hat doch auch hier was zu sagen. Sie hat doch die App programmiert. Naja, muss man glaube ich nicht so genau hinterfragen. Läuft schon mal gar nicht so verkehrt an. Aber es wird auch schon wieder zu wenig sein. Ah, also Herausforderung ist ja schön und gut, aber bei Need for Speed mit dieser verzögerten Steuerung, das passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Hier bei Drift gibt es zwar eher weniger Ausreden, dafür gibt es dann noch Leute und mystische Wände, die einem hier das Leben dennoch schwer machen können. Und von daher muss man aufpassen. Aber ich fahre das jetzt hier erst einmal mit dem nächsten Versuch zu Ende. Und schau mal, was bei rauskommt. Ja, 13.000 ist für die Ecke hier bestimmt viel zu wenig. Die Kurve hier ist ziemlich schwierig zu fahren. Fährt sich komisch bergan. Und ich hole hier gerade gar nichts raus. Auf der 8 bin ich. Auf der 8, ja. Als erster mit dem besten Multiplikator auf der 8. Dabei fühle ich mich gar nicht mal so schlecht. Könnte bisher der beste Zwischenstand sein. An Punkten für dieses Event. Also auf jeden Fall zu wenig. 128.000, noch anderthalb Kilometer. Nee, schaffe ich nicht. Und ehe ich mir dann noch weitere 20 Folgen hier die Zähne dran ausbeiße, fahre ich dann lieber doch erstmal was anderes. Auch hier, eine tolle Kurve habe ich auf jeden Fall viel zu wenig mitgenommen. Na, das war jetzt unnötig. Also die 200.000, das wird schon schwierig für mich. Da bräuchte ich jetzt noch 13.000, ob ich den bekomme? Ja. Es sind sogar 210.000 letztendlich geworden, aber jetzt nochmal 90.000 zu suchen, ist auch drin, ganz klar, aber boah. Ich fahre erstmal was anderes, mal schauen, wie das so ist. Also das letzte Event mit für ein Gedenken an Amy war ja gar nicht mal so schlecht, aber Driften macht Spaß, aber es ist für das Spiel einfach unpassend, besonders herausfordernd, vor allem das ist bloß das Bronzeziel. Und dabei komme ich schon mit dem Wagen am besten zurecht. Uiuiuiui. Was haben wir denn noch? Wir hätten wieder was für Amy. Da unten wäre Menno. Ist das hier noch her mit den Schuhen? Hm. Wieder was für Spike, aber ich würde sagen, wir lernen erstmal dieses Outlaw-Event kennen. Zeitfahren. Super. Stanleys Sturm. Sagt mir auf jeden Fall was, aber ob das was Gutes heißt, glaube ich jetzt eher weniger. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Auf Gold werden wir sicherlich nicht alle Events sehen und überhaupt alle schließen halte ich aktuell auch für fragwürdig, aber ich will zumindest mal reinschnuppern. Innerhalb von 1,55, um weiterzukommen. Boah. Warst du überrascht, dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Hm, vielleicht nicht. Egal, machen wir es nochmal. Ist das das coole Rennen? Das wirklich diesmal coole Rennen? Zeitfahren, da ärgert mich zumindest keiner, aber ich muss schnell sein und mystische Wände kommen vielleicht hinzu. Aber das war schon wieder so ein Anfall. Das könnte das tolle Zeitfahren sein, oder? Mal schauen. Also ich war bei Travis nicht unbedingt überrascht, dass er uns die Cops in den Hintern gehängt hat, sondern dass er der Outlaw war, weil das Bild hat gar nichts umgepasst. Aber letztendlich ja, er war der Einzige ohne Hintergrund bei den Rennen, von daher war es anzunehmen, aber darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Hab mich bloß gefragt, wann zeigen sie uns endlich mal Danny Ricciardo in voller Pracht. Ja, es ist coole Zeitfahren hier mit bergab. Und dann unten da in den engen Bogen rein. Das war richtig cool. So, jetzt noch 2/3 Kilometer und gar nicht mehr viel Zeit. 40 Sekunden noch.
ist auf jeden Fall eine tolle Strecke. Die erste bisher, die anderen. Na gut, die Togo-Strecke war auch nicht verkehrt. Aber wenn ich da an die Drift-Contest-Strecke denke, da ist gar nichts. Ach, geh weg. Ich darf auch gar nicht nach links und nach rechts fahren. Da muss ich wirklich stark abbremsen. Aber noch 20 Sekunden bei 1,6 Kilometern, das wird nichts, auch wenn es jetzt etwas schneller wird hier hinten. Och, eine mystische Wand. Ja, hallo? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Gut, wir schaffen es also nicht, aber ich werde es gleich nochmal angehen. Zelt abgelaufen und noch ein Dreiviertelkilometer über. Kann man auch schaffen, wenn ich die zwei mystischen Wände außen vor lasse und dann generell schnell durchfahre. Ja, das ist hier auf jeden Fall drin. Anders als die beiden Drift-Events. Vor allen Dingen eben der Contest. Neue persönliche Bestleistung, bla bla bla. Ach, jetzt haben wir doch die Polenta am Hintern. Na, wir sind immerhin schon in der Abkühlung. Dann kann ich mich gleich teleportieren, weil auf der Karte ist ja noch nichts zu sehen. Das war hier oben. Etwas zu weit oben, oder? Hier, zu weit oben. Nochmal der Sturm. Und vielleicht klappt es jetzt auch im zweiten Anlauf. Das Zeitfahren hier ist wirklich ganz machbar. Aber das ist dann einfach so zufallsabhängig. Die einen dann übermäßig hart. Dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Vielleicht nicht. Egal, machen wir es nochmal. Die Kamera spackt da wohl gänzlich immer rum. Naja. Ja, einerseits ziemlich hart die Rennen, andererseits doch ganz gut machbar. Da fehlt wieder die Balance. Ich muss mal die Corvette so langsam hinbekommen. Die hat sich gerade nicht wirklich bändigen lassen. Oh. Vor allem, wie wir da gerade von der Leitplanke abgepalzt sind. Lustig. Ja, ist auf jeden Fall die schöne Zeitfahrstrecke. Oh Gott, hau ab. Kostet schon wieder wertvolle Zeit. Eine coole Driftkurve, wenn man sie denn driften würde. Hat ja doch noch halbwegs geklappt. Ja, ich merke es gerade. Das war die tolle Streckenführung. Runterballern mit über 300 Sachen auf zum Kreisverkehr. Aber vorher nochmal bremsen. Aber bei dem Geblinker musste echt erstmal die Übersicht bewahren. 1,5. Oh. Ich war vorhin hier bei 1,15. 10 Sekunden, ich brauche noch mehr Zeit. Zu früh. Opa, nein. Falsche Richtung, hab korrigiert, dann war's das. Gut, das schaffe ich in diesem Anlauf auch nicht. Da bedarf es noch mindestens einen weiteren. Jetzt sind es noch 28 Sekunden. Hier die böse Ecke. Blöd hängen geblieben. Sah auch wieder etwas seltsam aus. 14 Sekunden. Ein Kilometer noch. Jetzt die auch nochmal. 5 Sekunden noch. Nee. Ich muss hier wirklich sauber, ohne irgendwelchen Hänger, irgendeinen Hänger durchkommen. Jetzt habe ich 7 Sekunden mehr gebraucht, etwas mehr sogar als 7 Sekunden. Ja, ist absolut schaffbar und das schaffe ich auch. Das werde ich jetzt auch so lange fahren, bis ich es habe, weil das ist gut machbar. Abkühlung diesmal bloß 2 Sekunden, auch super, dann gehe ich schon mal hier hoch. War das hier? Ah, ne, hier. Auf der Höhe der Schrift, die wir da rechts haben. Fahre mit deiner Crew. Ja, habe ich laut Punktesammlung so wenig wie nur irgendwie möglich gemacht. Warst du überrascht, dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Dass man das auch nicht überspringen kann. Vielleicht nicht. Egal, machen wir es nochmal. Und diesmal richtig. Auch schön, wie wir da wieder abgeprallt sind. So, schöne Strecke, also fahre ich sie auch mal schön. Hoffentlich auch schön schnell. Nächste schöne Kurve. Ja. So muss es auch weiterlaufen. Und man darf kein Auto im Weg stehen.
Jawohl, ja. Noch eine Kurve. Das läuft. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Strecke. Endlich mal wirklich ein Highlight. Eins der besten Rennen, die wir hier hatten. Bisher waren die Strecken ja eher so, meh. Oh, was kommt da? Zwei was? Da hinten noch einer. Müsst ihr mal bremsen. Na, es wurde nämlich am Ende eng. Jetzt bin ich bei 1,2. Toll, 3 Sekunden gefunden. Mir fehlen aber noch 4. Vielleicht kann ich dieses schnelles Fahren hier unten rausholen. Hab den Wagen auch mal in die falsche Ecke drehen lassen. Das war ja hier unten. Oh. Von daher kann ich es jetzt schaffen. Hier bin ich auch blöd hängen geblieben. Na, rolle ich jetzt mal halbwegs durch mit etwas Bremse. Habt ihr gerade die Streckenführung gesehen? Oh nein, eine mystische Wand. Keine 15 Sekunden mehr. 10 Sekunden. Die mystische Wand hat's gerissen. Jetzt 6 Sekunden. Es wird nichts. Schade. Die mystische Wand hat's verrissen. Gibt's doch nicht, ey. 3 Sekunden und etwas drüber. Oh. Neue persönliche Bestleistung. Wir robben uns so ganz langsam heran. Aber auch nur ganz langsam. Jetzt sind es noch 5 Sekunden Abkühlung. Ich gehe schon mal hier hin, auf zur Schrift. Da müsste es landen. Ha, schon mal eingeloggt. Kümmere dich um jedes Detail, um dein perfektes Handling-Setup zu finden. Gibt's ja gar keine Medaillen? Ich schau gleich mal hoch. Überrascht, dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Ja und nein. Vielleicht nicht. Egal, machen wir es nochmal. 1,39, ich hab doch einen Schaden. War klar. Kann ich gleich neu starten. Brauche ich nicht noch weiterfahren. Komm, wir werden neu starten. Magnus Walker kennt die schnellsten Routen durch Ventura Bay. Ach, sag bloß. Ich würde ja auch ganz schnell durchkommen wollen, aber ich hänge gerade. Stimmt, der Sturm, da wo die Blätter hier oben geweht haben. Jetzt habe ich mir gerade wieder was gedacht. Überrascht, dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Kamera? Vielleicht nicht. Bap. Egal, machen wir es nochmal. Nochmal. Kommt wieder einer, der sogar das Fernlicht anhat. So, nächste schöne Kurve. Kurven sind für die Corvette gemacht. Mal weniger driften, dafür schneller durchrutschen. Ah, der irritiert mich da außen. Deswegen wollte ich da jetzt lieber weiter innen bleiben. So, und rausballern. Komm. Wir müssen jetzt den Berg runterheizen. Kommt hier was? Nein, dann ziehe ich weiter durch. Das Anecken war jetzt nicht so schön. Bremsen. Blödes Geflacker wieder. Oh, 1,3, 1,4 habe ich jetzt hier drauf. Schon mal gute 1-2 Sekunden irgendwo verschenkt. Na, jetzt bin ich hier nicht angeschlagen. Immerhin etwas. Auch da habe ich aber Zeit verloren. Etwas zu früh, aber passt gerade so noch. Oh, das war nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Aber jetzt kommt erst der schwierige Teil. Der wirklich schwierige. Ich zünde jetzt kein Nitro, weil hier blöde Kuppel noch kommt, die uns aushebelt. Ja, genau, schon wieder eine mystische Wand oder irgendeine beschissene Ecke. Verstehe das nicht. Ich werde es noch weiterfahren, denn wir sind jetzt fast am Ziel, aber es wird nichts. Jetzt noch 14 Sekunden. Hier komme ich immer beschissen rein, aber komischerweise zerlegt es mir den Wagen da nicht. Hier kommt immer ein Polizist runter geeiert. Und jetzt schon 5 Sekunden. Ach, Mann, oh. Wie das Shit geflogen ist. Aber das schaffe ich jetzt noch. Irgendwann. Standen da gerade noch 14 Sekunden Abkühlung zu Buche? Laufen die gerade noch weiter ab? Ich glaube ja. Jetzt sind es nämlich nur noch knappe 2 Sekunden gewesen. So. Komm, genau.
Cops sind wütend heute. Riesengeldstrafe. Danke für nichts, Outlaw Dude. Travis oder wir? Mach mal. Aber ich muss eben sagen, dieses Event hier, das... Überrascht, dass ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Vielleicht nicht. Dieses Event hier, das nervt jetzt weniger, weil es wirklich gut machbar ist. Man muss sich eben bloß reinknien. Und für Gold braucht es dann noch einen besseren Wagen, mit dem man auch super zurechtkommt. Also, super zurechtkommen tue ich mit der Corvette. Aber es gibt eben noch schnellere Wagen. Zum Beispiel eben den Aventador, den muss man erstmal gut schnell fahren. Und ich meine, die Corvette kann ich super schnell fahren. Aber eben nicht ganz so schnell, wie es mit einem anderen Wagen möglich wäre. Das hat Zeit gekostet. Das sind echt tolle Kurven. Das wäre auch was für irgendein Drift-Event. Steht hier jetzt ein Auto? Nein, dann ziehen wir wieder durch. Reicht erstmal. Da unten kommt was. Nehme ich es mit? Ich weiß noch nicht. Hoppa. Oh, der Nicht-Drift kostet Zeit, obwohl wir gerade bei 1 sind. 1-1, 1-2. Der Nicht-Drift hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Den Wagen hat es nicht zerlegt, okay. Echt ein tolles Event. Oh, Maßarbeit. Hoppa. So. Mystische Ecke. Wand. Och, links. Ja, ich bleib rechts hängen. Mal gucken, vielleicht ist noch was drin. Ich bin bisher noch nicht gemystisch wendet. So, hier mal langsamer rein, weil ich klatsche da immer gegen die Leitplanke. Das kann schon klappen. Jetzt noch 9 Sekunden. Ja, gut. Schaut das aus. 4 Sekunden, es wird nichts. Schade. Nein! Ach Mann, es sah so vielversprechend aus. Neue persönliche Bestleistung, ja. Aber das macht Spaß, ja, ja. Hm. Sekunde noch. Was? Ich habe Origin gar nicht aktivieren wollen. Komisch. Ja, ist klar, dass es deaktiviert ist, weil ich dieses blöde Origin-Overlay auf jeden Fall nicht haben möchte. Genauso wie das von Steam. Das will ich auch nicht im Spiel haben. Oder von Uplay. Wobei, bei Uplay ist es Pflicht, wenn du mit anderen zusammenspielen willst. Rainbow Six Siege zum Beispiel. Ich dir bei den Outlaw-Geschichten die Cops beschert habe? Vielleicht nicht. Jetzt aber los hier. Machen wir es nochmal. Reinknien. Nächste Kurve. Aber immerhin macht es viel Spaß, deswegen fahre ich das jetzt noch halbwegs gerne. Und schon wieder Spaß kommt auch rüber. Bei euch. Na, Drift nicht ganz durchgezogen, hat Zeit gekostet. Nein, das reicht noch nicht, wir sind noch nicht im Ziel. Bisher kam auch noch kein Auto, was uns im Weg stand, steht, stünde. Kommt bestimmt noch und eine mystische Wand vielleicht auch noch. Und durch. Kommt nix, dann weiter. Bei der letzten Laterne links fängt man an zu bremsen, kostet wieder Zeit. Bin ich gut in den Drift gekommen, aber ich war jetzt etwas schneller als beim letzten Anlauf. Hier besser rumgekommen. Jetzt komme ich aber links an die Leitplanke. Ging noch gut, ging noch gut. Das ist hier eine echt geile Kurve. Erinnert mich irgendwie ein wenig an Carrera-Rennbahn. Licht in den Ausmaß an. Das ist hier eine echt gemeine Ecke. So, jetzt liege ich noch besser in der Zeit. Jetzt muss ich es nutzen. Jetzt aber auch nicht zu lasch fahren. Aber auch nicht zu doof. Boah. 13 Sekunden, jetzt aber. 8 Sekunden, ja, das wird was. Super. Ah, kommt noch einer entgegen? Nein, dann durch.
Oh, aber hat Laune gemacht und es passt wunderbar direkt ins Folgenende. Super. 8000 und dann gibt es hier auch nochmal 4000. Mist, hab mir jetzt gar nicht gemerkt, wie viel wir an Geld hatten, aber ich schätze mal, es gibt einfach 12000, weil jetzt werden uns vielleicht nochmal 4000 angezeigt. Uiuiui, so langer Weg wäre das. Ich glaube, den führen wir nicht fort bei allen Events, nicht bis ans Ende. Aber das soll es jetzt erst einmal gewesen sein und beim nächsten Mal, mal sehen wir uns da, wo es uns dahin verschlägt. Das schauen wir mal und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.